Mein Name ist Thomas Hoschig und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Biomasseforschungszentrum. Und zurzeit nutze ich GIS und offene Daten im Projekt HyFlex Fuel, ein europäisches Forschungsprojekt. Aktuell nutze ich zum Beispiel offene GIS-Daten von der FAO. Das erste Mal mit GIS in Berührung gekommen bin ich während meines Studiums Management natürlicher Ressourcen an der Universität Halle-Wittenberg. Und ich kann die Nutzung von GIS und offenen Daten jedem nur ans Herzen legen. Es ist eine super Kompetenz, die man hat, die einen auch von anderen Bewerbern bei möglichen Jobs unterscheidet. Und die Arbeit mit GIS macht einfach Spaß.